Osnovna škola Jovan Ivanović Zmaj iz Sremske Mitrovice je osnovana pre 69 godina. Broji oko 1100 đaka i od tih 1100 đaka oko polovina uči nemački jezik u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Eine Lehrerin, eine Deutsche, Wilhelmina Ihm, war eine Frau mit starkem Charakter und Temperament. Sie hat in der Zeit gelebt, die für junge Frauen wie Wilhelmina nicht so einfach war. Sie war wissendurstig. Sie interessierte sich für Literatur, Kunst, Fremdsprachen. Ihr Vater hat ihre Studien erlaubt und sie wurde Lehrerin. Eine sehr fleißige Lehrerin. Den ersten Dienst hat sie im März 1909 in Nova Pazova bekommen. Es wundert nicht, weil damals in Nova Pazova sehr viel deutsche Familien lebten. Zwei Jahre später zog sie nach Kroatien um, wo sie auch als Lehrerin arbeitete. In 1913 war Wilhelmina in Kukujevci als Lehrerin angestellt und ab 1916 arbeitete sie in Sremska Mitrovica. Hier hat sie Fortschritte im Dienst gemacht. Wilhelmina Ihm ist am 17. September 1885 geboren. Sie hat in Sremska Mitrovica gelebt. Ihr Vater war Schuster und hieß Peter Ihm. Ihre Mutter war Hausfrau und hieß Maria Ihm, geboren Trunic. Wilhelmina Ihm hat in der Straße Svetozara Miletića auf Nummer 17 gewohnt. Das war hinter dem Hotel Sirmium. Wilhelmina war eine Polyglotte. Sie konnte Deutsch, Serbisch und Englisch sprechen und schreiben. Sie hatte viele Weltzeitungen abonniert, vor allem deutsche Modezeitschriften. Die Zeitschriften und die Zeitungen kamen auch aus Frankreich, England und Ungarn. Sie ist auch sehr gern und viel gereist. Nach Europa, nach Amerika und so weiter. Wilhelmina hat sich mit dem Zeichnen und Malen beschäftigt. Das waren Motive aus Srem, der Natur in Srem, Kukujevci und aus anderen Orten. Sie hat die katholische Kirche und alle Veranstaltungen der katholischen Kirche regelmäßig besucht. Sie war auch eine Wohltäterin. Sie kümmerte sich um ein taubstummes Mädchen, das ohne Eltern war. Ihr Name war Adele Tiefenbach. Aus Charm. Obwohl sie viele Verehrer hatte, hat sie nie geheiratet. Wilhelmina Ihm ist mit 61 Jahren in Rente gegangen. Sie war 17 Jahre lang Rentnerin bis zu ihrem Tod im Jahr 1963. Ihr Vater ist ihm in 1919 und Mutter 1935 gestorben. Sie ist neben ihren Eltern begraben worden. Sie sind auf dem katholischen Friedhof in Sremska Mitrovica begraben worden. Das war eine Geschichte über eine ausgebildete Frau damals aus Sremska Mitrovica.